In der Alten Oper in Frankfurt am Main trafen sich zahlreiche Gäste und feierten das 25. Jubiläum der Klaus-Kanter-Stiftung und den 95. Geburtstag des Stiftungspräsidenten Klaus Kanter. Im Rahmen des 11. Klaus-Kanter-Forums wurde Dr. Carsten Wagner, Geschäftsführer von Dentsply Sirona Implants Deutschland, zum Ehrenzahntechnikermeister der Klaus-Kanter-Stiftung ernannt. In 25 Jahren ist er nach Herrn Prof. Dr. Lauer erst der Zweite, der mit diesem besonderen Titel geehrt wurde. In seiner Laudatio begründete Klaus Kanter die Ehrung damit, dass sich Herr Dr. Wagner um das Zahntechnikerhandwerk, die Ausbildung zum Zahntechnikermeister und um die Arbeit der Klaus-Kanter-Stiftung in herausragender Weise verdient gemacht hat. Früh hat Herr Dr. Wagner erkannt, wie wichtig die Zahntechnik bei der zahnmedizinischen Versorgung von Menschen ist. Wer sich so für den Meister einsetzt, verdient unsere volle Anerkennung. Herr Wagner zeigte sich sichtlich geehrt. Ich bin gerührt. Das Zahntechnikerhandwerk liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil wir in Deutschland eine sehr hohe Qualität in der Zahntechnik haben. Dann von der Klaus-Kanter-Stiftung, die sich die Stärkung des Meistertitels auf die Fahnen geschrieben hat, geehrt zu werden, ist schon super.